Guten Abend und herzlich willkommen zum Auslandsjournal. Wenn es wirklich eine Hölle gibt, dann schmoren dort auch jede Menge katholischer Geistlicher. Und einige von ihnen sogar im hintersten Winkel. Denn nicht nur wurden 10.000 bis 20.000 Kinder in den Niederlanden sexuelle Opfer von Kirchenleuten, ein Junge oder sogar mehrere wurde anschließend kastriert, um seine angebliche Homosexualität zu heilen. Begründung: der Junge habe die Padres verführt. Jutta Sonnewald berichtet. Aufnahmen von Henk Heidhuis aus dem Jahre 1957. Einer der wenigen glücklichen Momente in seinem kurzen und tragischen Leben. Da saß auf dem Stuhl ein ganz dicker, aufgequollener junger Mann, der sich nur schwer artikulierte. Er war angeschlagen, sein ganzer Körper voller Ödeme. Man könnte sagen, ein ganz hässlicher Junge. Die Erinnerung an die erste Begegnung. Cornelius Rogge hat es sich zur Lebensaufgabe gemacht, die Geschichte seines Freundes Henk zu erzählen. Aber erst seit kurzem schenkt man ihm Gehör. Henks Albtraum begann, als er 2 war. Er und seine Geschwister wurden in katholische Heime gesteckt. Die Eltern hatten nicht genug Geld, waren alkoholabhängig. Henk wurde von Geistlichen missbraucht und vergewaltigt, ab seinem 2. Lebensjahr in jedem Heim. Auch in diesem von Mönchen geleiteten Knabeninternat in Haarefeld. Auch Franz Eichelsheim war bei den Ordensbrüdern in Haarefeld. Auch er war ein Opfer, wurde sexuell belästigt. Die Erinnerungen daran quälen ihn noch heute. Ich hatte gerade gespielt. Da kam der Mönch mit frisch gebackenen Plätzchen zu mir und lockte mich ins Haus. Er sagte nicht, was er wollte, nur komm rein, ich habe Kekse. Da bin ich natürlich reingegangen als 11-jähriger Junge. Wer sagt da schon Nein zu leckeren Keksen? Dann fing er an, er nahm meine Hand, machte so über seinen Körper. Ich sagte, was soll das? Nö, nichts. Dann führte er meine Hand an seine Schamhaare. Da habe ich gesagt, nein, das mache ich nicht. Wie Franz, so hat auch Henk damals Anzeige erstattet gegen die sexuellen Übergriffe im Heim. Doch wurde Henk sein Mut zum Verhängnis. Die Macht der katholischen Kirche in den Niederlanden reichte bis in die höchsten Ebenen der Justiz. So glaubte die Polizei nicht Henk, sondern den Geistlichen, die behaupteten, nicht sie hätten den Jungen missbraucht, sondern er die Patres verführt. Henk wurde in diese katholische psychiatrische Klinik eingeliefert. Diagnose: perverse homosexuelle Neigungen. Daraufhin wurde er in einer katholischen Klinik behandelt, gegen seinen Willen. Wir fragten ihn, was passiert sei. Er erzählte, ich wurde an einem Bett festgebunden, die Arme und die Beine an den Rahmen gefesselt, die Beine gespreizt und dann war alles weg. Kastriert mit 20 Jahren. Nach damals geltendem Recht in den Niederlanden galt das noch als minderjährig. Henk erzählte, dass noch 10 andere Jungen mit ihm auf dem Flur gewartet hatten. Der Chirurg hatte eine Musik aufgelegt, um sie vor der OP zu beruhigen. Manchmal haben wir dann daheim aus Versehen dieselbe Platte aufgelegt. Dann hat Henk immer gesagt, bitte mach das aus. Bei dieser Musik ist es passiert. Auch er ist überzeugt, dass dies kein Einzelfall war. Kastration war damals durchaus üblich, so der Medizinhistoriker Maat van Lieburg. Er hat im Auftrag des niederländischen Parlaments das Thema untersucht. Homosexualität galt damals als negativer Befund, der geheilt werden musste. Die verkehrte Richtung der Liebe musste wieder umgekehrt werden. Kastrationen galten dafür als eine Möglichkeit der Heilung. Die eingesetzt zouden kunnen worden. Der vermeintliche Vorwurf der Homosexualität wurde allerdings oft missbraucht, um aufmüpfige Jungen wie Henk zu bestrafen. Henk Heidhuis durfte nach der Kastration Klinik und Heim verlassen, schwer erkrankt und depressiv. Durch Zufall traf er auf die Familie Rogge. Aus Mitleid nahm sie ihn auf. Mutter Rogge sorgte dafür, dass Henk therapiert wurde. So kam er wieder zu Kräften und erstattete erneut Anzeige gegen die Ordensbrüder. Diesmal wegen Kastration. Auch die Medien hatte Henk eingeweiht. Sie sollten ihn unterstützen.
Doch noch vor Prozessauftakt kam Hank im Oktober 1958 auf mysteriöse Weise bei einem Autounfall ums Leben. Bis heute sind die Umstände seines Todes nicht geklärt. Mein erster Gedanke war, ich muss seine ganzen Unterlagen sichern. Das ist Dynamit. Wenn das in die falschen Hände gerät, dann ist alles hin. Aber ich war zu spät in Hanks Wohnung. Ein Polizist war vor mir da gewesen und hat alle Beweise und Dokumente mitgenommen. Der Fall Hank Heidhuis wurde ad acta gelegt. Das Thema Zwangskastrationen an katholischen Kliniken war unbequem, wurde verschwiegen. Bis jetzt. Der Einfluss der katholischen Kirche war ungebrochen stark, reichte weit. Dass Geistliche und Ärzte damals in regelmäßigem Kontakt standen, war völlig normal. Einer der Chirurgen erzählte mir, dass er sogar direkt mit dem Bischof telefonierte. Das ist an sich nicht alarmierend. Es geht nun darum, ob wir feststellen können, ob hier tatsächlich ein System dahinter steckte, das nicht ans Licht kommen sollte. Die römisch-katholische Kirche in den Niederlanden reagiert beschämt auf die Enthüllungen zu Missbrauch und Kastrationen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich solche Fakten nie für möglich gehalten hätte. Jetzt, wo sie auf dem Tisch liegen, will ich klar sagen, dass die katholische Kirche alles in ihrer Macht Stehende tun wird, um diese Untersuchung zu unterstützen. Eine solche Aufklärung hatte sich Hank Heidhuis schon vor mehr als 50 Jahren gewünscht. Für sich und andere junge Männer, die missbraucht und kastriert wurden. Hank hat immer zu mir gesagt, für Menschen, die etwas an die ganz große Glocke hängen, geht die Geschichte nicht gut aus. Wenn mir etwas zustoßen sollte, dann sei du bitte wenigstens meine Stimme. Mit der Enthüllung der Geschichte von Hank Heidhuis ist in den Niederlanden ein düsteres Kapitel der Vergangenheit ans Licht gekommen. Ein Land stellt sich nun, wenn auch spät, seiner Verantwortung. Tröstlich ist, am Ende siegt ja meist die Wahrheit, wenn wir nur nicht immer so lange am Anfang stünden.